Ja Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Legenden Arceus, Part Nummer 22 mittlerweile. Und ja, ich hoffe, wir kommen immer näher an unser eigentliches Hauptziel ran, nämlich ein Lektoball zu besänftigen. Allerdings gibt es noch immer so viele Probleme, die uns bevorstehen. Und ja, wobei, das ist jetzt gerade sogar teilweise noch in den Hintergrund gerückt, denn wir haben jetzt die Möglichkeit, hier eine Bergbasis zu errichten. Und die kann elementar sehr wichtig sein. Meine Tasche ist voll, hä? Sternenstaub, ja gut, okay, den lasse ich jetzt erstmal liegen. Der wird mir sowieso nur Geld bringen und bevor ich ihn jetzt anspreche, glaube ich, mache ich das echt mit der Bergbasis. Ist, glaube ich, das Beste. Wenn ich überhaupt da hinkomme. Irgendwie sieht das von hier jetzt nicht so wirklich danach aus. Scheiße, da vorne ist... Ach komm, nee, da vorne ist so ein Elite-Ding. Oh mein Gott! Ich glaube, ich hau da lieber mal ab. Aber ich bin auch neugierig, ehrlich gesagt. Ich bin, oder zumindest interessiert. An dieser Stelle wäre jetzt, glaube ich, ein Federball das absolut geilste. Ich probiere das jetzt, komm. Federbälle von auf Elite-Pokémon anwenden und hoffentlich Glück... Ja, hahaha. Hat sich schon erledigt. Da muss ich mich jetzt erstmal darüber schleichen. Da vorne wäre nämlich so ein blauer Stein. Digi, das ist nicht gut. Wobei, ich könnte es mir mit einer Rauchkugel probieren, aber das birgt halt auch einige Risiken mit sich. Soll ich mich jetzt ernsthaft mit einem Elite-Pokémon anlegen? Gut, das habe ich schon mal von hinten. Bitte sag, du bleibst drin, weil da habe ich schon mal eine Sorge weniger. Vielen Dank. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ja gut, jetzt werde ich nachher dann kämpfen müssen. Level 30er Bronzer von mir aus. Knirscher sehr. Ah, lol, stimmt. Das ist sogar ein Vorteil. Vielleicht kann ich es da sogar mit dem Elite-Pokémon aufnehmen. Je nachdem, was für ein Level das Ganze hat. Hier ist auch so ein blauer Stein. Muss erstmal gucken, wo es jetzt ist. Meine Tasche ist voll. Mann, das ist halt unnötig gerade. Warum muss jetzt die Tasche voll sein? Es wird gerade spannend. Hier geht's gerade um viel. Wir hatten jetzt schon längere Zeit keine Elite-Pokémon mehr. Oh, super, jetzt muss ich noch irgendwas wegwerfen. Dann schmeißen wir halt die Rauchknolle weg. Allgemein, ich könnte wieder einiges herstellen, fällt mir gerade auf. Weiterer Beleber, why not? Gut, dann machen wir das und Zentnerbälle brauche ich auch wieder ein paar neue. Ja, und den Rest, den pumpe ich gleich direkt wieder rein in Superbälle. Ich hoffe, es dauert nicht mehr lange, bis wir die Hyperbälle kriegen, weil die sind mittlerweile bitter nötig. Nee, 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 nee. Okay, ich kann es nicht fangen. Ich glaube, ich muss mich mit dem anlegen. Nee, es geht nicht anders. 55 können wir klatschen, das geht. Wenn es 70 wäre oder so, wäre es, glaube ich, ein bisschen heavier. Ja, gut. Ich mache normal Knirschattacke. Ja, verdammt. Hypnose, ja moin. Aber die Attacke... Stimmt, Hypnose hat ja eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit, dass es trifft. Deswegen passt. Dann nochmal Knirscher und dann müsste es im roten Bereich sein. Perfekt. Jetzt hat die Hypnose gereicht. Okay, dabei werde ich aber nur schläfrig. So, und jetzt ist der beste Zeitpunkt, um den Zentnerball zu werfen. Bitte. Bitte bleibt drin. Dass wir endlich mal wieder ein Elite-Pokémon haben. Also gefangen haben zumindest. Nein! Jetzt kommt eine Krafttechnik. Psychokinese. Ich glaube, ich bin RIP, ja. Ah, Mann. Buschelin ist schon mal weg. Wer hält denn gut Stand? Geist ist sehr effektiv. Dann probiere ich es mal. Vielleicht hält Zyklop ein bisschen länger Stand. Das hat jetzt rein mit Glück zu tun, ich weiß eh.
Wenn jetzt noch eins drauf geht, dann vergesse ich's. Dann klatsche ich. Ne, es bleibt drin. Okay, Gott sei Dank. Endlich mal wieder. Schade natürlich für Brogelin, der hat jetzt keine Level bekommen, aber... Was soll ich tun? Die Gier war zu groß, endlich mal wieder ein Elite-Pokémon zu klatschen. Es tut mir einfach leid, aber... Wenn es schon dort war... Vor allem, ich bin eigentlich nur deshalb hergelaufen, weil ich dachte, ich komme hier zu diesem See, aber... Scheinbar muss ich da doch nochmal zurücklatschen. Warte, ich muss kurz hier absteigen. So. Ja, und das andere Bronzog da drüben, das lasse ich jetzt erstmal in Ruhe. Da vorne ist noch immer der Riss des Raumzeitgefüges. Vor allem, warte mal, ist der jetzt aufgetaucht, weil eben das vielleicht sogar die nächste Aufgabe ist? Das wäre krank. Das könnte ja auch sein tatsächlich, dass mal ein Riss kommt, den man sogar betreten muss. Würde mich nicht überraschen. Habe ich vorher den Bärenbaum hier übersehen, Lel? Das wäre eigentlich ein ziemlich großer Fail von meiner Seite, aber... So, hier ist das Bronzong übrigens, was wir aus dem letzten Part noch befragt haben. Ja, ich glaube, ich muss hier runter und dann... Sollte das klappen? Aber auf was hat das jetzt genau geschaut? Hängt das wirklich mit dem Bärenbaum zusammen? Da ist nur ein Kikugi drin. Ich schnall's nicht. Also irgendwas muss ich übersehen haben, aber der hat eindeutig hierher geguckt. Ich habe auch keinen Hinweis bekommen, leider. Ich glaube, ein Kikugi haben wir noch gar nicht gefangen gehabt, oder? Tatsächlich, wir haben sogar ein neues Pokémon damit jetzt bekommen. Ja, nice. Maronbeeren, gut, die brauchen wir eh nicht. Hey, was hätte ich denn da übersehen? Irgendwas muss ich übersehen haben, es geht nicht anders. Vielleicht der? Nee, auch nicht. Das ist jetzt ein richtig dummer Hinweis einfach gewesen. Ich würde sagen, ein bisschen suche ich noch und wenn es dann nicht funktioniert, dann... Gut. Das Enzerum war jetzt gerade sehr dumm. Du siehst mich jetzt auch nicht. Ja, von mir aus brüllt ein bisschen. Wenn es ihm hilft, von mir aus. Ach, da vorne, jetzt sehe ich, das ist ein Bronzong auch wieder. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, vor allem das bewegt sich auch gar nicht. Dann wird das wahrscheinlich das Bronzong, vielleicht vermisst es das, das könnte sein. Ja, super. Bevor ich das aber machen kann, muss ich erstmal den Weg freimachen. Weil mich dieses Enzeron aufregt. Dass die aber auch alle Hypnose drauf haben, es wundert mich. Die haben nur ein Ziel, mich schläfrig machen. Mehr ist es irgendwie nicht. Gut, da haben wir das auch. Ja, und da, jetzt kommt schon die Cutscene. Bronn. Bronn, Bronn! Bronn! Dieses Bronzel ist auf einmal hierher geflogen. Oh, jetzt verstehe ich. Das andere Bronzel dort ist verwundet. Wie schrecklich, wir müssen es schnell versorgen. So, jetzt sollte es ihm ganz schnell wieder besser gehen. Bronn. Bronn, Bronn. Sieht so aus, als habe Bronzel Hilfe für seinen Freund gesucht. Ich danke dir, dass du der Sache nachgegangen bist. So konnten wir dem verletzten Bronzel gerade noch rechtzeitig helfen. Selbst für die Pokémon, die hier leben, scheint es ein gefährliches Terrain zu sein. Du solltest es immer gut vorbereitet sein, wenn du deinen Forschungen nachgehst. Wir von der Gilde haben immer große Mengen unserer Waren vorrätig, also kannst du bei Bedarf viel einkaufen. Ja, ich glaube, ich brauche hier wieder dringend neuen Fitloch. Und während ich hier mit dir rede, sind die Arbeiten am Basislager schon abgeschlossen. Ich verabschiede mich da mal. Ja, hat sich gelohnt, denn das heißt, wir haben jetzt eine neue Basis. Besser geht's fast gar nicht. Jo. Da vorne sehe ich ein Venus Liebes und alles wieder. Ach, das ist ja schön. Venus Liebes haben wir schon so lange nicht mehr gesehen, oder? Schaut euch das an, wie schön. Das ist ja doch eine Freude, mal wieder sowas zu sehen. So, bitte mal Bären kurz mitnehmen. Hat das... Hä?
Das lief jetzt gerade überhaupt nicht. Ich habe noch immer die Hoffnung, dass vielleicht hier noch irgendwas Interessantes ist. Das Wind of Liebes hat überlebt. What the hell? Vulpix ist eindeutig zu schwach. Da kann ich fast gar nichts mehr machen. Den Vulpix muss ich jetzt mal entwickeln dann. Ich brauche so dringend diesen Feuerstein. Ich hoffe halt irgendwie, dass der vielleicht mal irgendwo ein Angebot ist, dass ich ihn mir kaufen kann. Ist das... Das ist ein Elite-Ding! Fuck. Das sehe ich erst jetzt. Komm, kannst du mich angreifen vielleicht? Verdammt, ich wollte es gerade überrumpeln, aber hat nicht geklappt. Ja, ich habe jetzt Problem. Das Wind of Liebes, das wird mich wahrscheinlich jetzt auch wieder klatschen, oder? Mhm. Schlafbruder, Modell. Und hat sogar Erfolg gehabt. Wird aber nur schläfrig gemacht. Level 52. Ey, du kriegst jetzt eine fette Krafttechnik rein. Nein, es kann nicht angreifen. Ja gut, dann ist Vulpix RIP. Och, come on, ey. Was habe ich sonst noch? Hier, Zwicklob. Käfer und Eisdieb wäre sehr effektiv. Ich glaube aber, dass ich eher besser auf Staraptor gehen sollte. Können wir heute sogar noch ein zweites Village, so ein zweites Ding holen. So, Krafttechnik, vielleicht klappt es jetzt. Heiz ihm ordentlich ein. Ja, es killt sogar. Aufgrund eines Volltreffers. Gut, das war eigentlich nicht der Plan, aber egal. Wo geht's denn jetzt eigentlich weiter? Ach, da war wieder nur ein Kikugi drin. Lel. Lel, Lel und nochmal Lel. Und zwar eines wieder mit einem richtig schwachen Level. Gut. Hier geht's scheinbar wirklich nicht weiter. Das Einzige, was hier war, war scheinbar das Bronzel und eben dieses Elite Vein of Liebes. Das bedeutet, wir können jetzt eigentlich wieder in Ruhe zurückgehen. Ja. Hier spawnt schon wieder ein neues, perfekt. Brauche ich trotzdem nicht. Ja, und ich porp mich natürlich zurück. Geht, glaube ich, ein bisschen schneller. Stimmt, jetzt habe ich sogar noch die Möglichkeit, kurz mal ein paar Sachen abzulegen. Also wieder ein bisschen mehr Platz bekommen. Nee, Ätherkraut nehme ich mit. Das brauche ich leider. Die verschiebe ich, die verschiebe ich. Ich habe einen EP-Bonbon bekommen. Geil. Geilu, kann ich einsetzen dann. Ansonsten, kann ich sonst noch irgendwas einsetzen? Stand jetzt nicht. Donnerstein ist gerade unnötig, Wasserstein ist gerade unnötig. Ich habe einen Beleber bei mir. Hä, habe ich den... Woher? Wann habe ich den versehentlichen Beleber Ja, ich frage gar nicht nach. Ja, und ich kann mich gleich direkt nochmal healen kurz. Dann spare ich mir nämlich die Tränke. Und die AP sind auch wieder frisch. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass der Kollege vielleicht jetzt irgendwas Neues verkauft. Es wäre so geil, bitte verkaufen Feuerstein oder irgendwie sowas. Nee, der verkauft jedes Mal nur den gleichen Schrott. Das bringt sich halt leider einfach nichts. Zumindest an dem Stand, wo wir jetzt sind. Na gut, das heißt, wir haben jetzt genug gekämpft. Ich meine, wir haben eh schon, glaube ich, die Hälfte des Parts schon wieder nur dafür verschwendet jetzt gerade. Sprich, wir werden... Okay, verschwendet ist jetzt blöd gesagt. Wir gehen jetzt einfach wieder der Hauptstory nach. Let's go. Was ist da? Solche Steinklippen sind für Menschen kaum zu bewältigen. Doch mit Hilfe von Sneepos ist es möglich, hohe Klippen mit Leichtigkeit zu erklimmen. Es ähnelt ein wenig der VM-Attacke Kraxler. VM-Attacke? Was rede ich da? So etwas gibt es in Hisui doch gar nicht. Gerade hatte ich kurz das Gefühl, mich wieder an etwas erinnern zu können. Mhm, ich weiß schon woran. Wer war ich bloß, bevor ich in Hisui auftauchte? Und du kamst vom Himmel herabgefallen. Das heißt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass du aus einer anderen Welt stammst. Vielleicht erinnere ich mich ja an etwas, wenn ich mit dir einen Pokémon-Kampf austrage. Nee, oder? Nimm mal, da wirst du mir den Gefallen tun und gegen mich kämpfen. Ja, muss ich jo. Bin ich froh, dass ich mich vorher noch geheilt habe. Marshock setzt ein, hat er gerade gesagt.
Er hat sogar drei insgesamt. Ich hätte vorher speichern sollen, ich Idiot. Wobei, das ist gut. LOL, stimmt, ich habe Zyklop in der ersten, das ist nice. Da ist Marshak nämlich komplett nutzlos. Ja gut, mit Protzer kann er sich zerstärken, aber mit Kampfattacken kommt er gegen Zyklop nicht an. Wir machen mal eine Krafttechnik mit Spukball. Level 41 ist aber auch krank. Patronenhieb. Naja, es ist eine Attacke, die mehrfach eingesetzt werden kann. Hat ihm aber nichts gebracht. Gut, nochmal Krafttechnik. Dann haben wir nämlich Marshak schon mal heraus. Ne? Bin gespannt, was die anderen zwei sind, die er noch hat. Lass mich raten, Macholo und Machomai, let's go. Oder nee, Tangela. Energieball, ich glaube, Zyklop ist RIP. So ist es. Tangela, das müsste Pflanze sein. Und da habe ich natürlich fast nur, genau, fast nur eine Wahl. Zumindest die beste Wahl ist es. Einmal Krafttechnik Flammenrad. Und das One-Hitted ihn sogar. So, und sein letztes ist Scorgo. Uff. Boah, Käfertyp. Schlammbombe auch noch. RIP. Das ist leider sehr effektiv. Habe ich irgendwas, was sehr effektiv gegen ihn ist? Ja, Wasser. Dann muss es wohl Bojolin beenden. Und Bojolin ist stark genug, der sollte ihn auf alle Fälle one-hitten. Ne? Da bin ich mir sicher. Und so ist es auch. Ja, schade um Vulpix natürlich und Zyklop, aber mit sowas muss der Tier rechnen. Ich meine, die ersten EP haben die jeweils mitbekommen. Bravo, du hast das gut gemacht. Danke. Unser Team ist schon relativ krass. Wir müssen gucken, dass wir demnächst vielleicht sogar schon wieder den nächsten Forschungsrang holen, denn Level 50 ist nicht mehr weit. Deine beispiellosen Fähigkeiten haben dir eindrucksvoll den Weg zur Haltestelle Sieg geebnet. Lass uns nun Snibus herbeirufen. Ach, das macht er sogar selbst. Ich dachte, ich muss jetzt noch irgendwas suchen oder so. Stimmt, es ist eigentlich logisch. Bis jetzt sind alle mit einem Sound hergekommen. Ist ja logisch, wirklich. Da ist es. Snee. Nemada, das hier ist Snibus. Würdest du Snibus deine Melodie vorspielen? Snibus hat sich deine Melodie eingeprägt. Und ich bekomme dafür auch die Gifttafel. Warte mal, das heißt, Snibus ist Typ Gift? Krank. Meine Aufgabe ist hiermit beendet. Klettere nun mit Snibus die Klippen hinauf und beruhige den König in den Bergen. Ach, jetzt sind wir jetzt schon beim König? Richte Wächter zu Baki bitte meinen Dank für die zahlreichen Prüfungen aus, mit denen er uns beehrt hat. Volle Fahrt voraus. Ey, das ist aber auch richtig frech eigentlich. Per Snibus-Transport kannst du Klippen hinauf und hinabklettern. Durch Drücken des Plus-Knopfs lässt sich Snibus überall herbeirufen. Stehst du bereits neben einer Klippe, kannst du dafür auch den A-Knopf drücken. Also das gleiche wie bei, dem Fisch-Pokémon. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt. Ihr wisst schon. Okay, leider sind beide von mir jetzt wieder besiegt. Ah, Mann, das ist alles so dämlich. Ich meine, ich habe zwar beide belegt. Achso, bin ich eigentlich dämlich? Wir können das viel einfacher machen. Die Bergbasis sieht gleich da vorne. Warum soll ich die Beleber verschwenden? Das ist jetzt wirklich eine gute Frage. Das würde gar nichts bringen, weil wenn wir schon hier die Bergbasis haben, why not? Mann, ich habe trotzdem das Gefühl, wenn da oben jetzt schon das Elektroball auf uns wartet, das wird niemals reichen für den Forschungsrang, dass wir den aufwerten. Weil wenn er gleich direkt an das nächste Gebiet kommt, da müssen wir sicher einen Forschungsrang wieder aufstärken. Das wäre nicht so nice, wenn wir einen Part machen müssten. Wobei, da würde ich mir überlegen, ob ich den aufnehme oder nicht.
Sprich, ob ich den Forschungsrang jetzt on-screen mache oder off-screen. So. Da vorne glitzert es jetzt wieder. Wobei, warte mal, ist das jetzt vielleicht ein Zeichen, dass da ein Feuerstein drin ist? Wäre so geil, bitte. Ah, super. I hate it so much. Level 31 vor allem, Alter, was will der eigentlich von mir? Die Attacke hat Bronzen verfehlt! Vor allem, die kämpfen jetzt zu zweit gegen mich, das kommt ja auch noch dazu. Ja gut, ziehen beide nicht so viel ab, aber trotzdem ist mega bitter gerade. Warum trifft er nicht? Buschelin, du Lappen. Nee, das macht keinen Sinn. Komm, bitte triff jetzt. Wollte ich auch gerade sagen. Alter, was war das denn jetzt bitte? Ja, jetzt habe ich ein Problem. Wenn der jetzt... Ja, Buschelin ist RIP. Danke, Buschelin, danke. Warum triffst du doch zweimal nicht? Dafür, dass er sich einen Schlag in die Fresse normalerweise verdient. Wow, das hat sogar überlebt, krank. Ja, stimmt, Unheilböden ist sowieso ein bisschen schwächer. Dafür erhöht sich halt nach dem Einsatz immer die Offensiv- und Defensivkraft. Deswegen ist das auch eine Attacke, die ich unbedingt Starab dabei bringen wollte. Hat sich gelohnt, war das Geld wert. Gut, beide habe ich. Ich glaube, das könnte jetzt vielleicht die Chance sein. Wenn das glitzert, ist irgendwas Wertvolles in der Regel drin. Ja, nur ein Eisenbrocken. Fuck, ich dachte vielleicht, dass da ein Ding drin, ein Donnerstein drin sein könnte. Leider nicht. Apropos, ich habe noch das EP-Bonbon. Das gebe ich ganz kurz mal Vulpix. Ja, es scheint so, als würde es hier nicht mehr viel geben. Da vorne habe ich noch die Chance. Ist das ein Elite-Ding? Nee. Oder? Doch, das ist Elite. Ist das dumm? Wie dumm ist das denn bitte? Das habe ich gar nicht gesehen, alles klar. Nur Glück gehabt, leider ist es wieder rausgegangen. Verdammt. Und ausgerechnet muss da unten jetzt ein Gyarok drin sein. Level 43! Warte mal. Nahkampf ist ganz stark. Ja gut, dann setze ich das gleich mal ein. Und ich weiche lieber kurz mal aus. Es ist uns ein bisschen gefährlich, hier in der Nähe zu stehen. Leistungsstand habe ich jetzt bekommen. Jetzt zieht es mich auf einmal. Ich dachte gerade wegen den roten Augen, dass es Elite ist. Stimmt gar nicht. Aber allein schon, ich bin so nah an dem dran gewesen. Und das hat mich scheinbar nicht gesehen. Irgendwie komisch. Ich weiß auch nicht. Na gut. Eisenabwehr. Heute habe ich es mit dem Kämpfen wieder ein bisschen. Gut. Aber hey, nehmen wir es positiv. Jetzt haben wir wieder ein paar Level geholt. Und, okay, eigentlich, das ist gar nicht mehr so vorteilhaft. Stattdessen sollte ich mich jetzt mehr bemühen, dass ich vielleicht mal da hochkletter. Da ist auch irgendwas. Ein Flinkling. Geiler Name. Gut, also Sneebos. So sieht das also aus. Geilo, Alter, wie das aussieht. Also ich verwandle mich eigentlich ja. Wobei verstecke ich mich da hinten einfach? Das könnte sein. Ja, stimmt. Da gucken die Augen raus. Der hat mich einfach in sein Ding drin. Ja, lol. Das sah ja gerade mal mega lustig aus. Da vorne ist uns... Nee, das ist... Wie ist das? Skorglo oder Skorglar? Auf alle Fälle eins, was wir noch nicht haben. Score klar, genau, das ist die Vorentwicklung. Dreh ich bitte kurz mal um, es wäre nice. Komm, ich will dich fangen. Ja, selbst schuld. Wenn es sogar herkommt. Nice, gefangen. Neues Pokémon. Ich muss aber trotzdem jetzt... Ich komme nicht drum um. Ich muss...
trotzdem jetzt einen Beleber einsetzen. Auf Brogelin. Weil wenn da oben wirklich schon ein Elektroball auf mich wartet, dann könnte das eine... Hey, ich habe echt einen Stein bekommen. Einen Leuchtstein! Leck mich, ich brauche einen Feuerstein! Mann, das ist eine Endlos-Story. Ich wette, ich krieg den gar nicht mehr. Erst wenn ich das Projekt abgeschlossen habe, kriege ich wahrscheinlich den fucking Feuerstein. Oh. Da vorne war ja auch noch ein Skorker, genau. Dreh dich jetzt nicht um. Du bist ein Arsch! Okay, aber ich hab dich. Glaube ich zumindest. Nee, ich hab dich nicht. Fuck! Ist aber Typ Käfer. Deswegen habe ich da schon meinen Vorteil. Hä? Ist es nicht? Ich dachte, es wäre Typ Käfer, aber okay, gut, dann halt nicht. Ja, es ist eindeutig nicht Typ Käfer. Ja, krank. Kranke Geschichte. So, ist gleich... Nee, warte, komm, ich besieg's gleich nochmal. Besiegt habe ich jetzt eh noch keins. Zählt ja alles dazu dann später für die Forschung. Wie gesagt, wir brauchen dringend diese Forschungspunkte. Gut. Ich würde gleich sagen, wir klettern gleich noch weiter hoch. So. 500 Schritte ist der weg. Okay, das ist doch noch ein Zeitchen. Ich dachte, das wäre schon in unmittelbarer Nähe. Scheinbar nicht. Aber Alter, ich finde das so geil, mit Sneepos da herumzulaufen. Ich weiß nicht, aber mir gefällt das richtig, wenn mich der so in dieser Box drin hat. Da vorne ist auch noch irgendwer. Ist das ein... Das ist ein... Wie heißt das? Ist, nee, wie heißt das? Magnetos? Nee, ich bin mir gerade unsicher. Ich kenn's auf alle Fälle. Vielleicht erwisch ich's. Wartet, wartet, wartet. Ich glaube, das findet man nicht immer. Das könnte ein Seltenes sein. Wenn ich es zu dumm wäre zum Treffen, verflucht. Jetzt muss ich wieder neu machen. Okay, drei Versuche haben wir. Vor allem, es muss auch noch drin bleiben. Das kommt auch noch dazu. So, jetzt kommt bitte schön brav daher. Am besten fliegt genau auf mich zu. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Ich muss mir weiter nach unten zielen, oder? Weil sonst fliegt's drüber. Mann, okay, gut. Ich hab verkackt. Es war ein Versuch wert. Das werde ich mir aber trotzdem merken für später, dass da was oben herumfliegt. Ich glaube, dass das wirklich irgendwas Seltenes ist. Hier ist ein Kleinstein. Nee, kein... Hä? Hat mich das echt gesehen? Ja, es hat mich gesehen. Ja, von mir aus. Dann komm halt her, wenn du kämpfen willst. Ich will das immer alles friedlich klären, aber wenn die nicht wollen, was, da kann ich nichts anderes machen. Level 21, ja, dieser voll der Lobob. Also wirklich ein absoluter Lobob. Es tut mir leid, aber ne. Also mehr kann ich das wirklich nicht bezeichnen. So, da oben ist wieder so ein Dingstein. Vielleicht habe ich doch noch eine Chance, dass ich es fange. Solange es da oben herumfliegt, kann ich es eigentlich probieren. Da vorne ist so eine Vitalknospe wieder. Ich meine, heute werde ich sowieso nicht mehr weit latschen, deswegen. Ich mag das noch immer. Diese Augen, Alter, wie die so rausgucken. Ah, da haben sie sich wieder was richtig Geiles einfallen lassen. Gut, haben wir noch ein paar Versuche. Komm, ich will das jetzt aber echt haben. Aber wie soll ich das denn timen am besten? Da muss ich ganz nach vor, ohne dass ich runterfalle. Und dann könnte es vielleicht klappen. Es muss nur im Visier sein, dann reicht das schon mal.
Nicht zu weit laufen. Nee. Ich glaube, das ist ein unmöglicher Schuss. Schuss. Das, ja, ich kann, glaube ich, nur auf Glück hoffen, dass ich irgendwie treffe. Das sieht dann immer so knapp aus. Also entweder muss ich doch noch höher schießen als erwartet, oder ich schieße jetzt noch einmal einen Ball, auf alle Fälle, wenn es genau drauf ist, und dann schaue ich, ob der drüber fliegt oder nicht. Ich muss weiter links auf alle Fälle. Mann, jetzt komm doch daher! Lass es doch lieber mit einem Ding probieren. Das geht auch nicht. Das erwische ich doch niemals. Oh, ja, ich sage jetzt mal, den einen Federball oder den einen Superball probiere ich noch. Wenn ich da nicht treffe, dann gebe ich auf. Das ist doch nicht wahr, jetzt ohne Witz. So ein behindertes Ding, was auch immer das ist. Das kann man aber auch nur von da erwischen, habe ich das Gefühl. Ja, mit dem letzten. Aber jetzt musst du doch drin bleiben auch. Du Spacko! Greif mich wenigstens an, hallo. Oh. Damn it. Mit dem letzten. So eine Scheiße. Mich so ewig, die Aufregung ist gerade berechtigt. So, da ist noch ein Pokémon drunter. Das hole ich mir noch und dann beende ich den Part, glaube ich. Ein Kamelot, geil. Geilo, warte mal, Level 25. Ja, Mann, warum muss es wieder so schwach sein? Egal, ich fang's trotzdem. Ja, bleibt die drin. Alles gut, alles gut. Ich glaube, ich sollte mich von hier noch ganz schnell jetzt verpissen. Ist jetzt ein sicherer Platz? Ja, nein. Da vorne ist noch ein Kamelot und sogar ein Knacksel, die Weiterentwicklung. Aha, es sind mehrere Kamelots. Gut, dann würde ich sagen, ich verschanze mich ganz kurz mal hinter diesen Bäumen hier. Und an dieser Stelle beenden wir den Part. Leute, danke fürs Zusehen und seid gespannt, wie es weitergeht. Scheinbar geht der große Showdown gegen Elektroball schon fast in ihren Endspurt. Oder in anderen Worten, der Kampf steht kurz bevor. Bis dahin, wünsche ich einen schönen Tag. Ciao, Leute.